Liebe Lichtarbeiter, ich bin Marisa. Heute sind wir bereits in der Mitte der Rauhnächte angekommen. Die Mitte der Rauhnächte, die von der Energie her der Energie des Junis entsprechen. Der sechste Mondzyklus im Jahr 2016. Der Mondzyklus im Juni dauert vom 5. Juni bis zum 3. Juli. Und die Sonne steht zu dieser Zeit im Sternzeichen Zwillinge. Die Energie der Zwillinge ist neugierig, anpassungsfähig, kommunikativ. Ein aufgestelltes Sternzeichen, das neugierig durchs Leben tanzt. Nun, wo wir in der Mitte der Rauhnächte angekommen sind, ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen, wie die bisherigen Tage der Rauhnächte sich angefühlt haben, was für eine Energie dabei geherrscht hat. Und es ist der gute Zeitpunkt, um Ausblick zu halten auf die kommenden Rauhnächte, was die kommenden Tage mit sich bringen mögen, was wir vielleicht verändern mögen in den Tagen, die da auf uns zukommen. Die geistige Welt übermittelt uns die folgenden Informationen, die die Zeit von 5. Juni bis zum 3. Juli betrifft. Nun, nachdem wir den 5. Mondzyklus hinter uns gebracht haben, wo es ganz stark darum ging, Schatten zu integrieren, können wir dieses Gelernte in uns anwenden und wir können anfangen, komplett und ohne Wenn und Aber dem Ruf unseres Herzens zu folgen. Die Bedürfnisse des Herzens und der Seele werden in den kommenden Monaten, in den Monaten, die zum sechsten Monat des 2016 führen, immer stärker werden. Wir Lichtarbeiter werden unser Herz und unsere Seele in lauten und deutlichen Worten wahrnehmen, so dass wir bis im Juni so weit kommen werden, dass wir alle diesem Ruf des Herzens folgen können und ihn einfach annehmen können. Wie bereits in vielen vorhergegangenen Botschaften zu den Rauhnächten erwähnt, geht es in 2016 darum, die eigene Medialität anzunehmen und umzusetzen. Die eigene Medialität ist ein Aspekt von jedem Menschen, der in vollkommener Heiligkeit ist, in vollkommener Harmonie und in der Verbindung mit der eigenen Seele. Es geht darum, dieses Geschenk anzuerkennen und zu erkennen, wie großartig das es tatsächlich ist. Indem wir dem Ruf des Herzens folgen, erkennen wir die Größe und die Macht einer Seele und wir können diese Größe und Macht akzeptieren und annehmen. Es geht im Juni darum, genau dies zu tun. Und dies alles in Frieden und Harmonie. Der Juni ist ein Monat der Ruhe und Harmonie zu jedem Einzelnen bringen wird. Es geht darum, diese Ruhe zu leben, die Harmonie der Waage zu finden, das Pendel kurz in der Mitte anzuhalten, durchzuatmen, zurückzuschauen auf das, was das Jahr 2016 bisher gebracht hat und danach tief einzuatmen und mutig, freudvoll und lustvoll in die zweite Hälfte des Jahres zu starten. Für die geistige Welt ist es wichtig, dass sie dabei stets an der Seite der Lichtarbeiter sein können, die Lichtarbeiter unterstützen können bei ihrer Arbeit und tatsächlich in deren Leben integriert werden. Und sie wünschen sich dies von jedem Einzelnen von uns. Denkt daran, dass ihr eure Geistführer, eure Erzengel und aufgestiegenen Meister jederzeit anrufen könnt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr euch freut und es teilen möchtet oder wenn ihr euch traurig fühlt und getragen werden möchtet. Nutzt dieses Geschenk der geistigen Welt,
das sie uns zur Verfügung stellt. Ganz bewusst und ruft die Engel und Lichtwesen ganz bewusst an, damit ihr den Weg des Herzens freudvoll, leicht und spielerisch gehen könnt und es kein schwerer Weg sein muss. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude und Spaß. Alles Liebe.